gibt keine zwei gleichen Demokratieformen auf der Welt. Ja? Sondern jede Demokratie, auch die westlichen Demokratien, unterscheiden sich in wichtigen Nuancen. Und wenn sich dann Westeuropa hinstellt und den Russen erzählt, ihr dürft nicht so, wie ihr macht, dann kann ich nur sagen, dazu habt ihr gar kein Recht. Warum? Russland ist ein riesiges Land, ohne eine demokratische Tradition. Die sind durch eine Welle von furchtbaren Diktaturen gegangen, von Ivan dem Schrecklichen über das Zarenregime bis hin zum Bolschewismus. Und denen zu erzählen, wie sie ihre Demokratie organisieren sollen, noch dazu Politiker, die in ihrem eigenen Land irgendwas zwischen 38% und 42% bekommen, erzählen einem Mann, der mit 74% gewählt wird. Bei einer Wahlbeteiligung von unter 50. Ja, genau. Also, ja. So, also die werden von irgendwelchen kleinen Minderheiten gewählt, erzählen einem Mann, er darf nicht so handeln, wie er handeln darf. Ja. Und für mich ist also der zentrale Punkt zur Rückgewinnung der Souveränität, und das sage ich jetzt ganz brutal, ein Wechsel der Allianzen. Konvention von Tauroggen, wir haben es ja im letzten Herbst gefeiert in Berlin. Schluss mit der US-Hörigkeit. Wir haben einen natürlichen Bündnispartner in Europa, das ist Russland. Wir werden für einen Prozess... Wir werden für einen Prozess der Ablösung aus dieser Westbindung natürlich auch eine Schutzmacht brauchen. Das kann auch nur Russland sein. Und die Russen, das kann ich auch aus eigener Anschauung sagen, weil ich viele kenne, die haben kein Beherrschungsinteresse mehr. Die haben mit ihren eigenen Katastrophen im 20. Jahrhundert noch genug zu tun. Wir sind auch stark genug, uns gegen ein Beherrschungsinteresse zu wehren. Aber die Russen haben ein Trauma. Das ist 400 Jahre alt. Das Trauma heißt nämlich, wir da am Ostrand des Kontinents werden vom Kontinent misstrauisch beäugt. Was sind das da für wilde Barbaren? Und die gieren eigentlich nach Anerkennung in Westeuropa. Lenin hat mal gesagt, das Traumbündnis der Weltgeschichte wäre, die russischen Rohstoffe und Menschenmassen verbunden mit der deutschen Industrie, dann gibt es den Kommunismus in 10 Jahren auf der ganzen Welt. Und Kommunismus ist vielleicht für viele hier nicht das Ziel, aber dass das natürlich eine Idealpartnerschaft ist, ein Land, was vor Rohstoffen geradezu birst, zu kombinieren mit einem Hochtechnologieland und im gegenseitigen Interesse, sich sowohl strategisch zu schützen, vor Zumutung von außen, als auch den wirtschaftlichen Austausch zu fördern, das müssen wir dringend machen. Wir hatten ja einen Kanzler, der das mal vorübergehend versucht hat, den ich sonst nicht sehr schätze, aber der hat das ja mal versucht, Schröder, diesen Blickwechsel zu machen, diesen Richtungswechsel, ist er dafür auch abgewatscht worden ohne Ende. Das ist die zentrale Zukunftsherausforderung für Deutschland. Wenn wir Souveränität zurückgewinnen wollen, brauchen wir den Wechsel der Allianzen. Bismarck hat mal gesagt, das ist für mich ein absolutes Diktum, immer dann, wenn Deutschland und Russland in einem Bündnis waren, ging es den beiden Staaten gut und Europa gut. Wenn die gegeneinander standen, waren das Katastrophen für Europa und für die Völker. Und das hat auch für die Zeit nach Bismarck bestens gegolten.